Auf der Biofach heute, Steffi, was hast du dir vorgenommen anzuschauen? Eigentlich habe ich sehr viele Termine, aber ich werde mir ein paar Aussteller anschauen, so wie zum Beispiel Allos Hofmanufaktur. Die haben mich angeschrieben und eingeladen, ob ich Interesse hätte, mal ein bisschen mehr über die Allos Hofmanufaktur zu erfahren. Hast du ein Soulfood? Gibt es irgendwas, was du immer essen kannst? Kürbis. Kürbis kann ich. Ja. Süß, salzig, immer. Du machst ja sehr viel auch auf Instagram. Sehr schöne Inszenierungen sehe ich immer. Sehr helle Töne auch. Das Dankeschön. Gefällt mir besonders gut. Was brauchst du so an Zeit? Insgesamt für den Blog brauche ich bestimmt 20 Stunden in der Woche. Wow. Wenn du jetzt hier den Herstellern einen Tipp geben könntest, wie sie auf dich zukommen sollen? Also es wäre immer gut, wenn man vorher mal den Blog anschaut, den man anschreibt, weil ich bekomme oft, du hast einen sehr schönen Blog. Möchtest du mit uns zusammenarbeiten? Und dann stellt sich halt immer sehr raus, dass sie A, den Blog nicht richtig angeguckt haben. Wir haben eine Seite, wo auch alles zu den Kooperationen, dort steht zum Beispiel also mit Transparenz und so weiter, nicht angeschaut haben. Und das finde ich immer sehr schade. Mein Paleo. Ja. Im Endeffekt geht es um Bewusstsein. Die Verbindung zwischen gesunder Ernährung, Paleo-Ernährung im Alltag. Und habe ein neues Buch auf den Markt gebracht. Wir haben jetzt auch das Buch hier, Paleo to go for business. Ist es nur für unterwegs, Paleo? Nee, generell ist Paleo nicht to go, aber wie gesagt, für mich war es einfach die Zielgruppe der gestressten Manager, der Arbeitnehmer, zu sagen, wie kann ich schnell umsetzen, weil die meisten Sachen sind, das ist ja so viel Aufwand und da habe ich so viel Mühe mit, das vorzukochen, das ist in dem Fall nicht so. Wir sind heute auf der Biofach hier, ja. Was kannst du uns empfehlen, sollen wir uns mal anschauen? Ich habe zwei sehr, sehr coole Stände gefunden, einmal Bone Blocks, die machen Knochenbrühe nach Omas Rezept. Sehr kollagenhaltig, die machen da verschiedene Flavors mit drauf, mit Kokos oder Ghee und machen auch Ingwer rein. Also es ist wirklich ein Muss, das musst du echt mal probieren. Und zwei Freunde von mir, die haben einen neuen Riegel rausgebracht, oder ein Kraftpaket heißt das, von der Kraft des Urstromtals. Die sind auch so ein bisschen in die Richtung, dass man quasi schnelle und gute Energie gewinnen kann aus dem Produkt. Guarana mit 4% hier drin, das ist ja schon ein krasser Kick. Haust du den Kick rein? Du kannst den Tag starten. Wir nehmen 16 gute Bio-Eier, trennen sie vom Eigelb und von der Schale und füllen das flüssige Eiweiß in eine 500-Gramm-Flasche. 16 Eiweiß in einer Flasche. Was passiert denn mit den 16 Eigelb? Die Eigelb, die verkaufen wir an die Bäckereien, Konditoreien, Eierlikörhersteller oder auch an die Tierfuttermittelhersteller. Auch die Eischale verkaufen wir. Die wird als Calcium verpulvert und ist gut gegen Gelenkschmerzen. Also es wird nichts weggeschmissen. Was ist dein persönlicher Lieblingsmix oder dein persönliches Lieblingsrezept unter den Pumperl-Gesund-Rezepten? Das Eiweißbrot liegt ganz weit vorne und der Erdbeer-Low-Carb-Shape. Auch ganz neu ist auch der Booster mit Eiskaffee, der ist auch der Wahnsinn, mit Chili, Ingwer und Zimt dabei. Pumperl-Gesund, ja, für den Norddeutschen und auch den Ruhrpottler wie mich. Was bedeutet das, warum heißt ihr so? Das ist so ein bisschen die Vision, die wir auch mittragen wollen. Pumperl-Gesund bedeutet eigentlich nichts anderes als kerngesund sein. Es kommt vom Herzen, das Pumpen der Herz ist Pumperl-Gesund. Die Pumpe. Die Pumpe, genau. Und das ist eigentlich auch das, was wofür die Marke stehen soll. Dass man sich gut ernährt, natürlich ernährt und auf Zusatzstoffe, E-Stoffe und Konservierungsstoffe eigentlich letztendlich verzichtet.